Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es wieder ein Mystery Unboxing von diesem Umschlag. Ich muss das hier zuhalten, weil hier eine Adresse draufsteht. Ja, das ist wieder etwas, was ich bei eBay gekauft habe und es war auch wieder relativ günstig. Deswegen, ja, freue ich mich tierisch darüber. Werde euch das natürlich jetzt zeigen, was es ist und bin da ganz gespannt, wie denn nun der Zustand wirklich ist. Also, ja, schauen wir rein, verlieren wir keine Zeit. Das Ganze kommt diesmal von Anna, also lieben Gruß an dich, Anna, wenn du das hier sehen solltest, wahrscheinlich nicht, aber trotzdem einen lieben Gruß. Ich grüße einfach alle Annas, die es gerade so gibt und ich werde jetzt diesen Umschlag öffnen. Oh mein Gott, ich mache es auf. Oh, das ist offen. Ich greife mal rein. Und da haben wir es auch schon. Ja, es handelt sich um Pokémon Omega Rubin für den Nintendo 3DS. Ja, das neueste Pokémon-Spiel, was es ja gerade so gibt. Es gibt ja Omega Rubin und Alpha Saphir. Und ja, ist ja jetzt erst rausgekommen. Remakes von den alten Game Boy Advance-Teilen, die es ja gab, von Rubin und Saphir. Und ja, das Ganze jetzt nochmal mit besserer Grafik und so weiter und auch Mega-Evolution und so weiter. Auch wenn ich da noch nicht so ganz den Durchblick habe, weil ich auch Pokémon X und Y noch nicht wirklich gespielt habe. Aber ich kenne natürlich Pokémon Rubin. Ich habe auch die Smaragd-Edition damals sehr gerne gespielt. Deswegen, ja, ist ja fast dasselbe, so ein bisschen verändert. Deswegen bin ich da ganz gespannt. Ja, das Ganze kommt dann diesmal in einer roten Nintendo 3DS-Hülle. Auch das Cover finde ich sehr cool mit dem Groudon vorne drauf. Hinten steht noch drauf, urzeitliche Kräfte werden wiedererweckt. Entdecke Groudons wahre Gestalt, wegen der Mega-Evolution wahrscheinlich. Pikachu mag Cosplay? Fragezeichen. Und man hat wieder eine Geheimbasis, die man einrichten kann. Ja, ich werde das Ganze mal aufmachen. Und da kommt mir auch schon das Spiel entgegen. Ja, auch das Spiel ist dabei in einem Top-Zustand. Dann haben wir hier einmal ja, Nintendo-Heftchen und Nintendo-Heftchen. Und das war es auch schon. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob hier eigentlich eine Anleitung bei war oder ob die fehlt. Ja, heutzutage sind ja da keine Anleitungen mehr drin. Sogar der Club Nintendo-Code ist noch dabei. Also ziemlich coole Sache. Und ja, innen sieht das Ganze auch sehr rot aus. Durch die Hülle. Nämlich so. Ja, das war es eigentlich auch schon so weit zu diesem Video. Pokémon Omega Rubin. Und ja, wenn ihr jetzt vielleicht so denkt, ja, der hat bestimmt ein bisschen Geld dafür ausgegeben, wie auch immer. Ja, ich habe das Ganze zu einem unglaublichen Preis von 20 Euro bekommen. Ja, das war nämlich bei eBay drin. Ich glaube, sie wollte um die 30 Euro haben oder irgendwie so in der Richtung. Man konnte aber einen Preisvorschlag senden und sie hatte Rubin und Saphir verkauft. Und ich habe dann halt bei beiden Spielen einen Preisvorschlag von 20 Euro geschickt gehabt. Und dann kam auch eine ganze Weile erst gar nichts. Und dann habe ich dann gesehen, dass er den für Rubin angenommen hat und den bei Saphir abgelehnt hat. Wahrscheinlich hat irgendjemand 21 Euro vorgeschlagen, man weiß es nicht. Aber ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich dann wenigstens eine Version bekommen habe zu dem coolen Preis. Also sehr cool. Und ich glaube, ich hätte Rubin auch lieber gehabt. Also ist alles wunderbar und ich kann eins der neuen Pokémon-Games zocken. Geil! Ja, das war's dann auch schon mit diesem Mystery Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, das war euer Bändermeister. Also macht's gut und habt noch einen schönen Tag.